Das ist Johannes Schlüter. Der 48-jährige Vollzugsbeamte ist als Schließer für den ehemaligen RAF-Terroristen Christian Klar zuständig. Moin Christian, ich muss noch Papierkram machen oben, ne? Und du bist ein bisschen hier, ne? Alles klar. Dann sehen wir uns später nochmal. Tschüss. Schlüter, hier links im Bild, hat nach 24 Jahren Mittel und Wege gefunden, mit Christian Klar zu kommunizieren. Herr Schlüter, bereut Christian Klar seine Taten? Ja, das will ich eindeutig sagen. Also er sagt das nicht so direkt, aber es gibt ja schon eindeutige Zeichen dafür. Also heute Morgen zum Beispiel hat er zweimal trocken gehustet, dann hat er die Decke ausgeschüttelt und den Wasserhahn aufgemacht, aber gleich wieder zugemacht. Und wenn man ihn so ein bisschen kennt, das ist wirklich, also eindeutiger geht's nicht. Hast du dem wirklich? Klar geht's eindeutig, er muss nur was sagen. Ja, eigentlich schon, ne? Soll Christian Klar begnadigt werden? Schließer Schlüter, hier rechts im Bild, glaubt, das wird schwierig. Boah, das wird schwierig. Also zum einen ist der Christian eher so der verschlossene Typ, ne? Obwohl, das sind sie ja alle hier eigentlich irgendwie. Und zum Zweiten, also wenn er rauskommen sollte, dann wird das schwierig von der Umstellung her, weil erklären Sie mal jemandem, der mit Gewalt das kapitalistische System stürzen wollte, dass er jetzt auf einmal beim Callcenter der Telekom nicht aggressiv werden darf. Also, der wird doch tüdelig im Kopf. Finanziell muss sich Christian Klar keine Sorgen machen. Das Medieninteresse ist riesengroß. Oh, Christian, du bist in der Zeitung. Hier. Ja, wir kriegen ja Anfragen ohne Ende, also echt. Also die Medien sind ja schon ziemlich raffgierig geworden in letzter Zeit. Stehen Sie mit einem F, ne? Raffgierig, ist klar. Ja, also Kerner, Beckmann, Christiansen wollen da mit ihm reden und die Privaten habe ich schon mal so reingelassen, ne? Wollen die da gut Geld für Probeaufnahmen immer zahlen, hier mit dem Christian zusammen. Hier, neuen Live dreht hier gerade. So Leute, anrufen hier, wo ist der Fehler? Wo ist der Fehler? Es geht um bares Geld. Hier anrufen, der Hotbutton ist an. Oh, das hätte ich gewusst. Und RTL zum Beispiel. Die 10 nervigsten Top-Terroristen. Scheiße, wer war denn das nochmal? Ach, der Christian, klar. Ja, der hatte doch diesen riesen Hit in den 70ern. Was war der? Ach so. Germany's next Top-Terrorist. Du willst Top-Terrorist werden? Der muss weiter links laufen. Und außerdem bist du zu fett, ne? Musst ein bisschen Hungerstreik machen, Schatz, ne? Und das gibt halt ordentlich Kohle, ne, für den Krischer, ne? Bei so viel Geld wird er auch Reue zeigen, ne? Ja, er auch. Ne, alles klar, dann. Alles Gute, ne? Tschüss. Johannes Schlüter. Ein Mann bereitet Christian Klar auf die Freiheit vor.